Hey Siri, guten Morgen. Guten Morgen. Die Szene ist aktiviert. Wir haben unser Haus hier in einem relativ dummen Rollladen vorgefunden, der einfach nur hoch und runter fahren kann. Und zwar, wenn man auf einen Knopf an der Wand drückt, wie ein Steinzeitmensch. Das wollte ich logischerweise ändern. Das war ein etwas längerer Prozess, als es mir lieb ist zuzugeben. Denn eigentlich sollte das ganz einfach sein. Dafür habe ich mir den Fibaro Roller Shutter gekauft und zwischen Wand und Schalter gebaut, beziehungsweise bauen lassen. Der nimmt sozusagen die bisher direkt an den Rollladenmotor angeschlossenen Kippschalter und schaltet sich dazwischen, sodass die Kippschalter noch eine von zwei Eingabemöglichkeiten sind. Und die andere ist dann eure Z-Wave Bridge. Als Z-Wave-Zentrale kommt bei mir der Homey zum Einsatz und damit ist im Prinzip der ganze Tech-Stack auch schon ausgebreitet. Für den Homey wiederum gibt es eine HomeKit-Beta. Das heißt, er stellt die angeschlossenen Geräte in HomeKit zur Verfügung. Und das ist für mich eigentlich alles, was ich von ihm möchte. Und das Ergebnis zeige ich euch gleich im Detail. Vorher möchte ich allerdings kurz auf die Stolperfallen eingehen, über die ich gefallen bin. Damit euch das erspart bleibt, solltet ihr euch entscheiden, den gleichen Weg zu gehen wie ich. Das erste ist, diesen Schalter hinter den eigentlichen Schalter in die Wand zu bekommen. Das heißt, da muss entsprechend viel Platz sein. Und dann muss er eben auch noch angeschlossen werden. Also die Verkabelung zwischen den beiden muss auch noch in diesem recht geringen Platz hergestellt werden. Dafür gibt es aber Leute, die wissen, was sie tun. Darum habe ich das auch nicht selber gemacht. Solltet ihr wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich darf ich euch nicht mal sagen, dass ihr das eventuell selber machen könntet. Das darf nur Fachpersonal machen. Wenn der aber dann in der Wand eingebaut ist, müsst ihr ihn koppeln. Und das ist ein bisschen schwierig. Laut Handbuch koppelt der anders als in Wirklichkeit. Es gibt einen Autokoppelmodus, wenn er Strom bekommt. Damit habe ich es dann am Ende auch hinbekommen. Es hat allerdings trotzdem mehrere Anläufe gebraucht und bedeutet, dass ich den Homey relativ nah an den Schalter rangebracht habe. Da der Schalter allerdings in den Autopaarungsmodus geht, wenn man die Sicherung reindrückt, also sobald er Strom bekommt, darf der Homey in diesem Fall nicht an der gleichen Sicherung hängen, weil der zum Hochfahren länger braucht, als der Schalter im Paarungsmodus ist. Also ihr müsst ihn irgendwie mit einer Verlängerung, den Homey, in die Nähe stellen. Das hat bei mir dann am Ende geklappt. Es gibt auch eine Möglichkeit, irgendwie den Knopf gedrückt zu halten und auf Lampen zu achten, aber das ist eine völlige Katastrophe. Das war nämlich der nächste Punkt. Mein Homey ist dann leider kaputt gegangen und Profi, der ich bin, hatte ich kein Backup. Das heißt, ich musste ihn neu anlernen. Das heißt, ich musste ihn erstmal von dem alten Homey entkoppeln. Und das Zurücksetzen von dem Roller Shutter funktioniert offenbar anders, als es in der Anleitung steht. Und auch anders, als es in der Anleitung steht, die ich auf der Fibaro-Website im Internet gefunden habe. Es gibt offenbar mehrere Versionen des Schalters. Es gibt auch YouTube-Videos dazu, wie man die wieder entkoppelt. Also wenn ihr das gleiche Problem habt, dass ihr sie irgendwann neu mit einer neuen Bridge koppeln müsst, viel Spaß. Ich würde euch ja auch sagen, wie es am Ende geklappt hat, aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, zu welchem Punkt in diesem Prozess, der sich bei mir über mehrere Tage und Lust verlieren und dann nochmal wieder ausprobieren, erstreckt hat. Ich weiß nicht, in welchem Moment ich ihn entkoppelt habe. Ich weiß aber, dass ich ihn irgendwann wieder koppeln konnte. Und auch das hatte ich vorher schon ein paar Mal probiert, aber es hat dann irgendwann wieder mit dem Autokoppeln-Modus funktioniert. Also die Fibaro-Schalter-Zurücksetz-Orgie ist auf jeden Fall ein Geduldsspiel und ich wünsche niemandem, nicht meinem schlimmsten Feind, dass er das irgendwann tun muss. Und dann müsst ihr eben in der HomeKit-Beta sein, was den Homey angeht. Also zumindest, wenn ihr das Ganze mit Siri steuern wollt. Ihr könnt auch an diesem Punkt Schluss machen und wenn ihr das mit dem Homey gekoppelt habt, eben über den Homey alles steuern. Allerdings war für mich ja Hauptantrieb, auch mit Siri und mit meinen HomeKit-Automationen den Rollladen steuern zu können. Und wenn ihr das machen wollt, müsst ihr eben mit eurem Homey an der HomeKit-Beta teilnehmen. Dafür tragt ihr euch in so eine Liste ein. Und dann müsst ihr warten, bis die nächste Version der Homey-Software rauskommt, damit ihr freigeschaltet werdet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe dann meinen Austausch-Homey bekommen. Allerdings hat es ein paar Wochen gedauert, bis dann eine neue Version rauskam. Und dann kann man das mit dem Browser-Interface auf dem Handy aktivieren. Das funktioniert nicht mit der Homey-App selbst. Also, wie gesagt, es sind ein paar Stufen, über die man gehen muss. Aber danach läuft es und es läuft auch zuverlässig. Also ich habe bisher keine Probleme damit gehabt. Nicht einmal, dass er nicht reagiert hat, nicht einmal, dass es irgendwelche Probleme gab. So, in der Homey-App seht ihr dann unter Devices den Rollladen und seinen Zustand. Ihr habt dann drei große Controls, mit denen ihr den zumachen könnt. Ihr könnt das Runterfahren
abbrechen und ihr könnt auch sagen, ich will den jetzt genau auf 41% haben. Darüber hinaus habt ihr dann hier irgendwie eine Möglichkeit, wo ihr einmal sehen könnt, wann der Rollladen hoch und runter gefahren wurde. Ihr habt einen Gesamtstromverbrauch, den euer Rollladen-Motor-Dings bisher verbraucht hat. Firmware-Versionen und so weiter. Dann gibt es irgendwie die Integration in Homey. Die vernachlässigen wir mal, weil, wie gesagt, ich benutze das quasi nicht. Dann gibt es ein paar Settings, die sind vielleicht noch ganz spannend. Da gibt es ja auch erstmal oben die Einstellungen, die im Homey gelten. Dann die Tatsache, dass ich ihn mit der HomeKit Beta benutzen möchte. Und hier unten gibt es dann die Kalibrierung. Da versucht er dann eben einmal ganz runter zu fahren und ganz hoch zu fahren, um zu wissen, wo 0 und wo 100% sind. Was für mich noch wichtig war, war unten die Orientierung umdrehen zu können, weil er erst in die falsche Richtung fuhr, als ich auf die Knöpfe gedrückt habe. Dann gibt es noch einen Expert-Mode. Davon habe ich keine Ahnung. Mein Ziel ist ja auch gar nicht, in der Homey-App damit so viel zu machen, sondern das Ganze mit HomeKit zu benutzen. Und deswegen zeige ich euch einmal, wie das Ganze in HomeKit aussieht. Da könnt ihr dann hier in euer Zimmer gehen, zum Beispiel ins Wohnzimmer, da ist er dann drin. Mit einmal draufdrücken könnt ihr dann umstellen, wo er hinfahren soll. Ihr habt auch mit Force Touch die Möglichkeit, irgendwie direkt eine Prozentanzeige einzugeben. Und auch hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, Settings aufzurufen. Das sind allerdings mehr so die Sachen für HomeKit. Ob die in den Favoriten auftauchen sollen, ob ihr Benachrichtigungen bekommen möchtet, wie der Status dargestellt werden soll. Hier wird auch noch ein Winkel angezeigt. Der Roller Shutter kann theoretisch auch so Gardinen, Jalousien, die eben in Winkeln eingestellt werden können, steuern, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, und im Prinzip war es das auch schon. Also man bekommt eben diesen Schalter, um seinen Rollladen zu steuern. Und von hier aus können wir ihn eben ganz normal in HomeKit benutzen. Wir können sagen, fahr ihn hoch, wenn jemand von uns nach Hause kommt. Fahr ihn immer zu dieser Zeit runter. Fahr ihn hoch, wenn im Wohnzimmer Bewegung ist. Fahr ihn im Winter runter, wenn niemand zu Hause ist, um Heizkosten zu sparen. All diese Möglichkeiten, die HomeKit und seine Automatisierung uns eröffnet, können wir jetzt mit diesem alten Rollladen in Anspruch nehmen und genauso alle zukünftigen Updates, die HomeKit mit neuen iOS-Versionen zum Beispiel bekommen wird. Ich muss aber gestehen, dass ich so richtig viel gar nicht damit automatisiere. In der Hauptsache nutze ich es, um abends den Rollladen runterzufahren, wenn ich auf dem Sofa sitze, mit dem HomePod, der im Wohnzimmer steht, einfach zu sagen, fahr ihn bitte runter. Oder wenn ich morgens ins Wohnzimmer komme und er ist noch unten, ihn hochzufahren, dafür funktioniert es super. Und ich habe ihn eben in unsere Gute-Nacht-Szene eingebaut. Das heißt, wenn wir Siri dann irgendwann am Ende des Tages gute Nacht wünschen und alle Lampen ausgehen, dann fährt auch der Rollladen runter. Und das reicht mir im Moment an Automation. Das macht es einfach sehr viel komfortabler, als zum Schalter zu gehen und ihn damit hoch und runter zu fahren. Und ja, für eventuell mit euch zusammenleben wollende Menschen, die skeptischer sind, mit Sprachsteuerung sowas zu machen, funktionieren die Schalter genau wie bisher. Von daher ist es eine Win-Win-Situation, wenn man die verlorenen Nerven bei der Einrichtung mal vernachlässigt. Und es fühlt sich auch ziemlich cool an, so einer HomeKit-Funktion nachzurüsten für etwas, was schon da ist, weil man das Gefühl hat, man hat jetzt nicht irgendwie was viel zu teuer ausgetauscht, sondern ich benutze einfach den Rollladen weiter, der hier sowieso schon war, der wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre hier problemlos seinen Dienst tut. Ich habe keine Ahnung, wie lange ein Rollladenmotor hält. Aber ich habe den jetzt fit gemacht für unser Zusammenleben in der Zukunft. Natürlich wäre es schön, wenn man sich den Umweg über den Homey sparen könnte und einen Schalter dazwischen bauen, der direkt mit HomeKit kommuniziert. Aber soweit ich weiß, gibt es keine Nachrüstschalter, die HomeKit-kompatibel sind. Wenn du einen kennst, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Genauso, wenn ich irgendwas nicht beantwortet habe, irgendeine Frage, die dir noch durch den Kopf geistert, was den Homey betrifft, was den Fibaro Roller Shutter betrifft, was Rollläden, Motoren, Lebensdauer betrifft oder sonst was. Wenn du neu hier bist, solltest du den Kanal hier abonnieren mit Glocken und dem ganzen Gelöt. Dann habe ich hier meine Smart Home Playlist, da kannst du dir noch gerne weitere Videos zu dem Thema reinziehen oder du guckst einfach das hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ach ja, und liken nicht vergessen. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn ihr es mochtet. Danach läuft es bei mir auch sehr zuversichtlich. Ja, mein Rollladen ist jetzt sehr zuversichtlich.